Ich will, dass ich dich sehe. Guten Morgen. Sehr, sehr herzlich willkommen im Literaturhaus. Liebe Tanja Maljarczuk, lieber Jurko Prochasko, wie schön, dass Sie beide heute bei uns auf der Bühne sind. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen Silvia Sasse, die das Gespräch moderieren wird. Sie ist Professorin für Slawistik an der Universität Zürich. Sehr schön, bist du heute hier, Silvia. Und schön sind Sie alle heute zu uns gekommen und auch willkommen an die Leute, die im Livestream heute auch von anderswo zuschauen. Es ist der dritte Tag unseres Festivals, Tage internationaler Literatur mit dem Titel Vom Verschwinden. Das heutige Panel trägt den Titel Verschwindende Literatur im Krieg. Und ich möchte, bevor es gleich losgeht, anstelle einer Einleitung zwei kurze Texte vorlesen. Der erste Text ist von Tanja Maljarczuk. Sie hat am Freitag eine sehr beeindruckende Eröffnungsrede gehalten, aus der ich einige Sätze zitieren möchte. Man könnte denken, dass alles in unserer Welt dem Wandel unterworfen ist. Alles bewegt sich, formt sich um, alles verändert sich und verschwindet somit. Das eine stirbt, um dem nächsten in der Reihe Platz zu machen. Das ist das Gesetz der Natur, dem wir Menschen absolut machtlos ausgeliefert sind. Doch gleicht Verwandlung dem Verschwinden meiner Meinung nach nicht. Denn das Letztere, das Verschwinden, lässt nur Stille und Leere zurück und keine Kontinuität, keine Tradition, sie ist völlig unfruchtbar. Nach dem Verschwinden geht das Leben nicht weiter, es muss von vorne beginnen, immer und immer wieder. Das Leben verschwindet selten freiwillig, so meine Erkenntnis. Ich würde sagen, fast nie. Es ist das zweite Gesetz der Natur, mit aller Kraft am Leben zu klammern. Man muss sich richtig bemühen, um etwas oder jemanden verschwinden zu lassen. Das war ein Auszug aus diesem Text. Und der zweite Text ist von Jurko Prochasko. Es sind eigentlich drei WhatsApp-Nachrichten, damit Sie vielleicht am besten sich vorstellen können, wie er nach Zürich angereist ist. Mittwoch, der 21. Februar, 12 Uhr. Liebe Isabel, es hat sich alles schlagartig zum Schlechten gewendet. Heute in der Früh wurde ich von den ukrainischen Grenzern aus dem Zug nach Przemyśl rausgenommen. Der Grund, es fehlte der interne Brief des ukrainischen Grenzschutzchefs an die lokale Patrouille mit der Erlaubnis, mich rauszulassen. Warum dieser Brief nicht gekommen ist, kann keiner beantworten. Vielleicht ein Fehler, vielleicht gleicht es einer Absage. Die Empfehlung des Kulturministeriums wird in der Regel vom Grenzschutzchef genehmigt, aber nicht dieses Mal. Ich musste also in aller Frühe selbstständig nach Lviv zurück. Das Kulturministerium zeigt sich ratlos, behauptet, alles Notwendige und auch Mögliche getan zu haben. Vielleicht lohnt sich noch ein letzter Versuch, vielleicht von der Schweizer Botschaft aus die Genehmigung des Grenzschutzes zu erwirken. Vielleicht aber ist auch alles vergeblich. Mittwoch, 18.10 Uhr. Soeben kam die Nachricht, dass meine Genehmigung aufgefunden wurde, datiert auf den 13.02. Das heißt, es hat sie immer gegeben, nur dass die Grenzer sie im System nicht sehen konnten. Warum, kann keiner erklären. Vielleicht liegt es an den besonders heftigen Hackerangriffen auf die staatlichen Informationssysteme. Jedenfalls raten sie mir, es heute Nacht, das heißt morgen um 3.39 Uhr, mit dem gleichen Zug wieder zu versuchen, auch ohne Gewehr. Also mache ich das. Donnerstag, der 22. Februar, 7 Uhr morgens. Ich bin drüber. Zwar weiß ich noch nicht, ob ich den Morgenzug von Przemyśl nach Wien schaffe, aber erstmals steht fest, ich komme rechtzeitig nach Zürich. Also noch einmal, lieber Jurko, willkommen in Zürich. Und nun übergebe ich an Silvia Sasse und freue mich sehr, euch zuzuhören.
Guten Tag, ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich die Gelegenheit heute habe, mit den beiden zu sprechen. Wir kennen uns aus unterschiedlichen Konstellationen von Texten oder auch von Zoom-Gesprächen, haben uns aber noch nie zu dritt live gesprochen. Insofern, ich freue mich auch unglaublich auf dieses Gespräch und möchte die beiden ganz kurz vorstellen. Sie haben mich gebeten, das kurz zu machen, und ich versuche, so ein paar Parallelen aufzuzeigen, weil beide kommen aus Ivano-Frankivsk, sind dort geboren, eine westukrainische Stadt. Und wenn man sich diese westukrainische Stadt anschauen würde, dann würde man eigentlich schon die ganze Geschichte der Ukraine eigentlich erzählen können. Es ist eine besondere Stadt, eine Stadt, die den Namen eines Dichters trägt. Du hast es in einem Interview, was du gerade in der Republik gemacht hast, auch betont, Tanja. Du wüsstest gar nicht, ob es noch eine andere gibt. Mir fällt ehrlich gesagt... Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Stadt der Welt, die nach einem Schriftsteller genannt wurde. Aber okay, man muss schon genau überprüfen. Man muss es wahrscheinlich, aber es ist überhaupt ein tolles Faktum, dass eine Stadt nach einem Dichter benannt wurde, Ivan Franko. Und die Stadt hieß, das ist der Grund, wieso so viele Schriftsteller aus dieser Stadt kommen. Ja. Genau, und sie hieß aber auch nicht immer Ivano-Frankivsk. Also wenn man ihre Geschichte nennen würde, dann würde man schon mitten hinein in unser Thema kommen eigentlich, also in die Mehrsprachigkeit der Ukraine. Ich habe es mir kurz aufgeschrieben, weil ich sonst wahrscheinlich falsch machen würde. Stanis Warow, Polnisch, Stanislaw, Deutsch. Stanislaw, ganz kurz zwischen Stanislawiv, ganz kurz zwischen 1919 und 1921, ukrainisch, dann Stanislaw, russisch, Stanislaw wieder zwischen 1944 und 1962 und dann 1962 umbenannt in Ivano-Frankivsk. Wir werden darauf noch zurückkommen, aber das ist schon ein Ausgangspunkt, an den wir anknüpfen können. Beide haben auch eine Gemeinsamkeit, Literatur studiert. Tanja Maljatschuk, wenn ich das richtig weiß, und ich weiß das ehrlich gesagt nur aus dem Roman, Ukrainistik mit einer besonderen, vielleicht ist das auch eine Fiktion, mit einer besonderen Vorliebe für das ukrainische Barock. Das lasse ich als Geheimnis bleiben. Ja. Und Joko Prochasko ist Germanist und er ist nicht nur Literaturwissenschaftler, er ist Übersetzer, er hat viele Texte aus dem Deutschen ins Ukrainische übersetzt. Ich nenne nur ein paar Autoren, unter anderem auch Sigmund Freud, was mich auch gleich dazu hinführt, dass er nicht nur Literaturwissenschaftler, Übersetzer ist, sondern eben auch Psychoanalytiker, ein bekannter Psychoanalytiker in der Ukraine. Freud übersetzt ins Ukrainische, ansonsten Kafka, Kleist, Ben und zum Beispiel auch die ukrainische Schriftstellerin Katja Petrovskaya, die ihre Texte selbst nicht ins Ukrainische bzw. ins Russische übersetzt, sondern auf Deutsch schreibt. Tanja Maljatschuk, vielleicht kennen Sie sie vor allen Dingen auch aus dem Jahr 2018. Sie hat damals den Bachmann-Preis gewonnen und vorher schon verschiedene Texte auch ins Deutsche, im Deutschen veröffentlicht sind die worden. 2009, 9%iger Haushaltsessig, Geschichten von 2013, Biografie eines zufälligen Wunders und dann 2019, Blauwal der Erinnerung. Joko Prochasko schreibt als Literaturwissenschaftler, als Essayist, auch viel für ukrainische Zeitungen. Er beschäftigt sich sehr viel mit der Gegend, aus der er kommt, also mit dem Phänomen Galizien, mit dem Stanislauer Phänomen, mit der Westukraine, mit der Geschichte, mit der Mehrsprachigkeit in dieser Region. Unser Panel ist überschrieben, Sie wissen es, verschwindet die Literatur im Krieg. Und ich weiß gar nicht, ob ein Fragezeichen dahinter steht. Wahrscheinlich ist es eine Frage, die wir uns jetzt am Anfang unseres Gesprächs stellen werden, weil wir alle wissen, sie verschwindet nicht einfach so, sie verändert sich vielleicht. Das heißt nicht, es wird nicht mehr geschrieben, es wird vielleicht anders geschrieben. Und Tanja Maljatschuk hat neben dem, was du schon zitiert hast, in ihrer Rede, die sie anlässlich der Bachmann-Preisverleihung in diesem Jahr als Eröffnungsrednerin gehalten hat, gesagt, denn ich betrachte mich selbst als eine gebrochene Autorin, eine ehemalige Autorin, eine Autorin, die ihr Vertrauen in die Literatur und schlimmer noch in die Sprache verloren hat. Das sind schon zwei Aspekte und damit würde ich ganz gern beginnen, Tanja.
Du schreibst weiter, aber du schreibst anders. Das ist vielleicht die eine Frage. Wie hat sich dein Schreiben verändert? Und zwar nicht erst seit 2022, würde ich sagen, also seit 2014. Der Krieg dauert schon lange an. Und der zweite Aspekt, den können wir dann gemeinsam besprechen. Wie hat sich die Sprache verändert? Also wie ist das Misstrauen gegenüber der Sprache auch gewachsen? Tatsächlich so. Also guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Tatsächlich eine große Ehre, dass auch so ein volles Haus da ist und dass die Menschen die Interesse immer noch haben, uns zuzuhören, obwohl unsere Geschichte immer düster und düster werden. Ich habe seit 22 habe ich permanent überall gesagt, dass ich nicht mehr schreibe. Also literarisch schreibe ich nicht. Ich muss ehrlich gestehen, die Romane lassen sich ungern schreiben, wenn man in einer existenziellen Bedrohung sich befindet. Wenn die Freunde eine nach dem anderen getötet werden, wenn die Freundinnen verlieren ihre Söhne und ihre Männer. Und, also in diese Zeiten lassen sich die Romane irgendwie nicht so leicht ausdenken. Aber trotzdem, ich glaube, dass ich ununterbrochen schreibe. Ich habe noch nie so viel geschrieben, glaube ich, in meinem Leben wie in diesen 2 Jahren. Und zwar in so verschiedenen Anlässen, sei es irgendwelche Vorträge, Reden, kurze Geschichten, kurze Essays, alles Mögliche. Ja. In einer Nacht zum Beispiel, bis morgen bis 12 Uhr, schaffen Sie das? Ja, schaffe ich. Und dann schläft man nicht. Und also das ist ein permanentes Schreiben, ein permanenter Versuch, die Realität in Worte zu fassen, die Realität zu reflektieren, auch wenn es fast unmöglich ist. Weil dieses Grauen des Krieges lässt sich sehr schwer tatsächlich in einer menschlichen Sprache ausdrucken. Diese Trauer, dieser Schmerz des Verlustes, diese reflektierende Entscheidungen, die meine Landsleute, die meine Kolleginnen und Kollegen in diesen 2 Jahren gemacht haben. Das ist alles ein Scheitern des Schreibens, würde ich sagen. Daher sehe ich mich tatsächlich als eine ehemalige Autorin. Ich muss, wenn ich diese Zeiten überlebe, muss ich noch einen neuen Weg an die Literatur zu finden, an das Literarische. Diesen Weg habe ich noch nicht gefunden, also diese neue Art, wie man nach einem solchen Erlebnis, wenn das irgendwann vorüber ist, wieder Romane schreibt zum Beispiel. Mhm. Und gleichzeitig ist dieses Bedürfnis, ständig mit der Sprache zu sein, ständig zu reflektieren, ist enorm groß. Und das ist auch eine große Verantwortung, was wir schon vorhin mit Jurko gesprochen haben, jetzt, dass wir das uns nicht zulassen dürfen, zu schweigen, weil während unsere Kollegen an der Front kämpfen, ist das Wenigste, solange wir selbst noch nicht die Waffen in die Hand nehmen, das Wenigste, dass wir unsere Arbeit machen und machen das hervorragend. Mhm. Ihr schreibt beide ja nicht nur auf Ukrainisch, sondern ihr schreibt beide auch für das deutsche Publikum oder das deutschsprachige Publikum korrekterweise. Das ist nochmal eine andere Art von Verpflichtung, die man hat, oder? Also einerseits, man kann nicht schreiben, weil wer soll sonst schreiben? Also es muss geschrieben werden, die Sachen müssen gesagt werden, weil sie auch so lange nicht gesagt worden sind. Ich habe einen Text im Hinterkopf von dir, Jurko, der ist schon von 2017, wo du auch über dieses Dilemma eigentlich, über diese Paradoxie schreibst. Eigentlich möchte ich was anderes schreiben, aber ich fühle mich verpflichtet, das zu schreiben. Du sagst dort, du beginnst diesen Aufsatz, mit diesem Aufsatz sollte es eigentlich gar nicht geben, mehr noch dürfte es nicht geben. Er sollte ganz und gar überflüssig sein, im Ideal, ja selbst im Normalfall, denn er behandelt lauter Dinge, die eigentlich ganz offensichtlich längst allen bekannt und selbstverständlich sein sollten und nicht einmal ansatzweise in Frage gestellt werden dürfen, wenn die Welt vernünftig, gut und gerecht werde. Also das ist auch dieser Moment, dieses sich verpflichtet fühlen zu schreiben. Das ist von 2017. Wie hat sich die Situation für dich seither verändert? Ist das immer noch der gleiche Modus eigentlich? Siehst du schon mehr Licht am Ende des Tunnels, gerade in Bezug auf das Schreiben für die deutschsprachige Bevölkerung? Hat sich etwas getan?
Ja, schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Es für mich grenzt ein Wunder, dass ich tatsächlich hier sitze und so viele Menschen hier sehe. Sehr gute, alte, bekannte und ganz unbekannte Menschen. Sehr gute, alte Freunde und unbekannte Menschen. Ich sehe auch Halina Petrosaniak hier sitzen, die auch aus unserer Stadt kommt und mittlerweile auch hier lebt und Deutsch schreibt. Und das bringt mich darauf zu sagen, dass sie hat ihren Sohn auch Stanislaw genannt. Also man fühlt sich nicht zu diesem neuen Namen verpflichtet von Ivan Franko und nicht alle, die aus Ivano-Frankivsk kommen, fühlen sich dem Ivan Franko verpflichtet, sondern es gibt auch welche, die sich den Stanislaus verpflichtet fühlen. Gut, ja, in der Tat, es hat sich was getan. Es hat sich bei mir auch persönlich in meinem Schreiben was radikal getan, in dem Sinne, dass ich jetzt, man könnte sagen, paradoxerweise, aber vielleicht ist es gar nicht, keine Paradoxie, dass ich jetzt auch literarisch schreibe, nicht nur essayistisch. Und das ist so, das hat sich so ergeben, völlig überraschend für mich selbst. Natürlich habe ich diese ganzen Jahre essayistisch und publizistisch geschrieben, gerade um unsere Lebenswelten, den anderen Lebenswelten zu erklären und vice versa. Und diese angeblichen und oft auch vergeblichen Selbstverständlichkeiten immer wieder aufzurollen und immer wieder zu deuten. Aber das ging ja schon Monate vor dem Ausbruch des großen Krieges. Wir unterscheiden ja diese beiden Phasen nicht. Der Krieg dauert bei uns seit 10 Jahren, aber diesen nennen wir der große Krieg, also der vor 2 Jahren begonnen hatte. Und es war schon lange klar, dass es diesen Krieg geben wird. Also mir war es klar, einerseits, weil die Atmosphäre so war und andererseits, weil die Wirklichkeit dafür alles tat, um das uns offensichtlich zu zeigen. Und wir wollten das Offensichtliche nicht sehen. Ja, die Truppen wurden immer größer um unser Land herum und man hatte immer noch gemutmaßt, ob es wohl zu einem Krieg komme oder nicht. Ja. Und zum anderen habe ich das sehr, sehr, sehr deutlich in den Träumen meiner Analysantinnen und meinen Patientinnen gelesen und alles verstanden. Das war alles schon da. Ja, und das wurde ja begleitet von immer mehr Anfragen und ich habe sehr, sehr unglaublich viel publizistisch geschrieben in diesen Tagen und gesprochen und gesagt. Und dann habe ich mich versucht, etwas in die Übersetzung zu retten und da habe ich mir gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir alle noch leben können, wie lange wir noch leben dürfen. Und vielleicht sollten wir Dinge machen, die man schon immer machen wollte, aber es nie Zeit war. Und ich habe mir gedacht, ich wollte immer die Berliner Kindheit von Walter Benjamin übersetzen. Und da habe ich mich gemacht in diesen ersten Monaten nach dem Ausbruch des Krieges an diese Berliner Kindheit und da hat sich etwas vollzogen. Es hat mich selber dazu gebracht, jetzt meine eigenen Kindheitserinnerungen als Prosa aufzuzeichnen und das tue ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Das ist wie gesagt und das ist eine sehr literarische Literatur. Das ist eine sehr schöne, sehr betont literarische Literatur, die auch betont zeigt, dass, wie Literatur gemacht wird. Und das liegt nicht nur daran, dass es 2 Gattungen gibt in unserem Leben. Zum einen die Träume und zum anderen die Kindheitserinnerungen, die eine besonders
schwierige poetische Aufgabe, die eine besondere Herausforderung stellen, sondern es liegt auch daran, dass ich, deshalb ist diese Literatur so literarisch, ja, sondern weil ich bin auch getrieben von der Idee, Literatur, die in diesen Tagen entsteht, soll etwas beinhalten, was zeigen sollte, es kann uns nicht alles geraubt werden durch diesen Krieg, nicht alles weggenommen, nicht die Hochkultur. Und für mich ist es sowieso klar zwei Dinge. Erstens, dass ich nicht darf Literatur schreiben, die Kriegserfahrungen, die Gefechte, die Kriegsgeschehen darstellt, weil ich dazu nicht befähigt bin. Ja? Das dürfen nur diejenigen, die das selber erleben. Und es gibt genug davon. Es gibt hunderte ukrainische Autorinnen und Autoren, Dichterinnen und Dichter, Prosa-Autoren, die wirklich kämpfen. Viele von ihnen leben nicht mehr und daher wird die Literatur das Einzige bleiben, was nach dem Verschwinden von diesen Menschen, von diesen Welten, die sie waren, noch bleiben wird. Ja? Das ist auch wichtig. Ja? Manchmal ist es nur Literatur, die dann bleibt vom großen Verschwinden. Und gleichzeitig verschwindet die Literatur, wenn ein Autor schlichtweg getötet wird. Ja. Natürlich. Das natürlich, ist vielleicht ja die einzige Möglichkeit, also der einzige Weg, wo die ukrainische Literatur tatsächlich verschwinden kann, wenn die Autoren getötet werden. Ja, aber zum anderen ist mir klar, dass auch in dem, was ich schreibe, was anscheinend, aber nur scheinbar eben keine Spuren des Krieges trägt, sie schon voll präsent sind. Ja, die kann man herauslesen, schon deshalb, weil Kultur ein virtuelles Ding ist, das sich permanent, unentwegt wandelt, ja, verwandelt. Und da ist das sich immer neu kontextualisiert und die gesamte Kultur wird jetzt gerade in diesem Kontext erlebt und gesehen. Und wenn Menschen jetzt meine Texte lesen, sie wissen, es geht auch um diesen Krieg, wenn sie schreibe, die anscheinend so weit entfernt davon sind, weil sie Kindheitserinnerungen sind, dann weiß ich auch, dass sie unmittelbar mit diesem Krieg zu tun haben. Und ich frage mich natürlich ob es nicht obszön ist, ja, dass man während andere sterben und kämpfen, dass man sich dieser Schönheit der Erinnerungen hingibt. Und dann denke ich ich erlebe das oft als eine kleine schmutzige Sünde von mir. Aber auf der anderen Seite denke ich, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der sowas erlebt hat. Ja. Und ich schreibe das für andere, ja, die das nicht mehr können. Ja. Ja, und auch der Gedanke, also der hat mich jetzt sehr bewegt, darüber nachzudenken, wie lasse ich nicht alle Gebiete und vor allen Dingen nicht die Kultur selbst und die Literatur von diesem Krieg vereinnahmen, von diesem Krieg okkupieren, wie kann ich sie schützen im Grunde vor diesem Krieg, ist ein Weg, oder? Ich beobachte das schon jetzt seit längerem und vielleicht besonders intensiv in den letzten 2 Jahren, wie sehr unterschiedlich Autorinnen und Autoren damit umgehen. Auf der einen Seite kann man vielleicht beobachten, dass es so etwas wie eine ja fast schon dokumentarische Wende gegeben hat. Also man hat keine Fiktion mehr geschrieben, wollte vielleicht so gar nicht darüber sprechen. Halina Krug hat gesagt, der Krieg ist keine Metapher. Ich kann damit gar nicht arbeiten. Der passiert täglich und ich möchte darüber sprechen, ja, dass Autorinnen und Autoren in diesem Krieg sterben. Auf der einen Seite. Ostap Slewinski, ein anderes Beispiel, ging in Lviv an den Bahnhof und hat die Erzählungen von denjenigen gesammelt, die sonst nicht die Möglichkeit haben, keinen Zugang zur Literatur haben. Also er hat sie praktisch gesammelt, hat sie aufgeschrieben, hat seine
seine Autorenschaft in den Dienst eigentlich für andere gestellt, damit man deren Erzählungen hören kann und insbesondere von denjenigen, die flüchten mussten aus dem Osten der Ukraine in den Westen, und er hat die Texte in Lviv gesammelt. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, oder auch für sich muss jeder entscheiden, letztlich, was er macht. Wie ist das bei dir, Tanja? Es ist schon der Weg weg eher von der Fiktion hin zu Texten, die analysieren, die auch die Sprache des Krieges analysieren zum Beispiel. Ich habe ein Essay von dir persönlich noch gut im Ohr, Bitte rettet uns nicht. Das war für mich so eine ganz starke Essay. Ich glaube, du hast ihn 2014 geschrieben, nach der Okkupation der Krim, wo es um diese ganze Rhetorik ging des Krieges. Der russischen Propaganda. Die russische Propaganda, genau. Die Wörter, die auch die Sprache vergiften. Mhm. Ich glaube, das war so ungefähr der erste Text von mir, den ich als politisch oder literarisch-politisch einstufen kann. Das war eher so ein Schrei in die Leere, ich glaube. Aber ich bin ein Sonderfall eigentlich. Ich bin eine Ukrainerin, ich bin eine ukrainische Autorin, die aber seit 13 Jahren in Wien lebt. Ja. Und ich fühle mich vollkommen hingehörend. Und auf der anderen Seite bin ich auch schon mit einem Fuß hier im deutschsprachigen Raum, und viele Dinge erlaube ich mir auch nicht mehr, seitdem ich nicht, also solange ich selbst nicht in der Ukraine lebe. Ich habe mir diese Verantwortung genommen, wo ich kann und wie ich kann, einfach die Stimme dieser Menschen zu sein oder die Stimme dieser Perspektive, dieser ukrainischen Perspektive, den ich alle meine Kollegen gut kenne. Und ich verfolge die Diskursen, die Gespräche, und für mich ist es jetzt auch, also wie ich diese Sprachmöglichkeiten, dass ich auch die deutsche Sprache gelernt habe, das hat mir auch diesen Vorteil gegeben, dass ich quasi eine Übersetzerin sein kann. Nicht im Sinne der Sprachübersetzerin, sondern Erfahrungsübersetzerin. Und da habe ich mich als nützlicher gefunden. Das habe ich mir vorgenommen, eher so eine politische Diplomatin, also Kulturdiplomatin zu werden. Und in dieser Zeit ist das tatsächlich, also Romane oder Gedichte, von den Gedichten träume ich nur in diesen 2 Jahren. Und ich träume schon sicher von dieser Zeit, wo es wieder möglich ist, etwas anderes zu schreiben, nicht von diesem Krieg. Von dem Krieg darf ich auch ja nicht schreiben. Also Jurko sagt in Lviv lebend, und dass er nicht an der Front ist, und deshalb wird er das Thema nie wirklich beschreiben dürfen. Und ich sage aber, dass ich bestimmte Dinge nie berühren werde, weil ich überhaupt nicht in der Ukraine in dieser Zeit lebe. Ich erlebe täglich nicht diese Luftalarme, diese Angst, dass die Rakete in dein Haus einschlägt. Also viele Dinge, ich weiß nicht, wovon ein solcher Mensch wie ich quasi entheimatet auf einer Seite, auf der anderen Seite vollkommen dort eingewurzelt. Ja. Was für eine Zukunft für mich überhaupt gibt, ich als Literaten, keine Ahnung. In diesem Moment sehe ich eben andere Dinge wichtiger. Und ich mag es nicht wirklich von meiner Literatur zu sprechen, sondern wo ich nur kann, ich versuche zu zeigen, wie groß die ukrainische Kultur und Literatur eigentlich ist. Und wo ich nur kann, ich erwähne die Namen von Ivan Franko, von Taras Schewtschenko, von Lesya Ukrainka, von all diesen großen Vorahnen, woher wir kommen. Ich komme ja nicht von Dostojewski und Tolstoi und Puschkin. Das ist nicht meine Identität. Ja. Ich komme von Taras Schewtschenko, von Lesya Ukrainka und Ivan Franko. Ich komme von Generationen von Literaten in den 20er, 30er Jahren. Mein Lieblingsdichter ist Wassily Stus, der 85 im russischen Lager unter ungeklärten Umständen gestorben ist. Das ist meine Tradition und meine Literatur. Ja, sie waren ungefähr so, ja, so ungeklärt wie jetzt der Tod von Nawalny. Und wie für mich auch wie Lev Rubinstein. Also ja. Diese ungeklärten Toten, wir haben sehr viele davon in unserer Geschichte leider, die auch sehr, sie gelten ja als verschwunden sehr oft. Also die in 30er Jahren getöteten ukrainischen Schriftsteller und Kulturschaffende, Regisseure, Professoren,
die sogenannte wieder erschossene, also erschossene Wiedergeburt, die waren eigentlich als so lange als vermisst oder verschollen gegolten, weil niemand wusste, wo sie genau getötet worden sind. Aber dieses Versprechen von die wieder erschossen, das stimmt ja auch. Das ist schlimm, ja. Weil sie werden immer wieder erschossen. Immer wieder erschossen, ja. Und auch heute. Und auch so heute, ja. Auch heute wird das Gleiche, passiert das Gleiche, absolut. Ja, die Verfahren sind immer die gleichen. Leute verschwinden, Leute werden vergiftet, haben einen Autounfall. Das ist das, was du gerade angedeutet hast. Lev Rubinstein, russischer Autor, zu Beginn des Jahres, Anfang Januar, verstorben an diesem Autounfall. Einer der wenigen, die sich von Russland aus im Moment gegen diesen Krieg äußern. Wassil Semenenko fällt mir noch jetzt auf. Unter ungeklärten, in den 60er Jahren, unter ungeklärten Umständen von irgendwelchen Unbekannten auf der Straße zusammen geprügelt und dann in 2 Monaten gestorben. Er war nur 28. Seine Gedichte kenne ich auswendig. Das Gedichtband von Wassil Stus, geschrieben im Lager bereits im letzten Jahr seines Lebens, wo er nur stehend bleiben durfte in dieser Einzelzelle, weil es so ein, er war in einem Lager der für besonders gefährlichen Wiederholungstäter, ein ukrainischer Dichter, ja, ein Dichter. Und er durfte nur noch stehen in dieser Zelle, ansonsten, wenn er sich nur anlehnte, kam der Wächter und hat ihn zusammengeprügelt. Und er hat dann diese Gedichte geschrieben, die bis jetzt verschollen sind. Und man hat eigentlich nicht mehr die Hoffnung, sie wieder zu finden. Und man weiß nur, dass der Titel dieses Gedichtbandes sollte Vogel der Seele heißen. Und ich bin sicher, das sind die stärksten Gedichte, die Wassil Stus geschrieben hat. Und noch eine Sache, die auch für immer verschwindet ist, ist die Übersetzung von Virgilius, von Mykola Zerov. Das habe ich vor kurzem erst erfahren. Er hat das übersetzt, Eneida, ja, wie heißt das auf Deutsch? Enes. Enes, danke. Ja. Und er hat das ihm auch in Sibirien oder in Karelien, im Weißen Meer, er hatte das fertig übersetzt und diese Übersetzung ist auch für immer verschwunden. Also es verschwinden nicht nur in unserer Geschichte die Schriftsteller, sondern auch die Werke, auch die Texte. Die Texte, und sie sind alle so jung getötet worden, so jung. Das ist 45 höchstens waren ihre Alter, und was alles sie nicht geschrieben haben, weil sie eben alle beseitigt wurden. Ja. Das ist auch ein Verlust, diese Lehre, worüber ich geschrieben habe in diesem Vortrag, woher wir alle kommen, das ist die Lehre. Aber es ist eben, da sind wir schon mittendrin, in dem, was du auch gesagt hast, zur Eröffnung des Festivals. Wir Ukrainerinnen sind Experten des Verschwindens, weil das ist unsere Geschichte, aber es ist eben kein Verschwinden, was einfach so passiert. Es ist ja ein Verschwinden machen. Es ist ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen, und es kommt hinzu, dass ihr beide als Autorin und als Autor daran arbeitet, aus der Versenkung, also aus diesem Vergessen heraus, gewissermaßen Versatzstücke wieder herauszuholen. Du hast jetzt schon einige Beispiele im Grunde genannt, also Texte, die verschwinden, Autoren, die verschwinden, Texte, die wahrscheinlich vielleicht noch in den Katakomben des KGB irgendwo lagern. Ja, also noch sind die russischen Archive ja nie tatsächlich aufgegangen. Also in der Ukraine kann man das erforschen, in Russland eher nicht. Und auch dort wurden zum Teil Texte gefunden. Aber es ist völlig aussichtslos im Moment, dann natürlich überhaupt zu forschen. Naja, in Russland jetzt diejenigen, die an diesen Verbrechen gearbeitet haben, um sie aufzuklären, sie selbst sitzen mittlerweile im Gefängnis oder sind tot oder im Exil. Ja, es gab eine kurze Zeit, so um 87, 88, wo das überhaupt kurz möglich war. Aber seit Putin an der Macht ist, ist das ja völlig außer Frage. Aber lasst uns kurz über die ukrainische Geschichte, über die ukrainische Literatur, über das Verschwinden sprechen, was auch keine Metapher ist. Ja, weil es um die ganze Zeit um ein Verschwinden machen ging und um eure Arbeit. Tanja, du hast einen Roman geschrieben, der auf Ukrainisch Vergessen heißt. Vergessenheit. Vergessenheit, genau, Zabitja.
Vergessenheit heißt auf Deutsch, ist er übersetzt worden. Jetzt musst du mir ganz kurz helfen. Hier liegt er, Blauwal der Erinnerung. Genau. Weil die Deutschen immer verändern alle Titel. Das ist ja manchmal gut, manchmal schlecht. Ich glaube, das mit diesem Text ist auch gelungen. Also Blauwal kommt im Text immer wieder vor als ein großes Tier der Welt eigentlich. Und der ist aber von sich nicht böse. Er öffnet einfach den Maul und saugt alles ein, mit allen Menschen, Zeiten, auch Verbrechen, alles. Genau, der Blauwal frisst oder saugt alles ein, aber du hast das Gegenteil gemacht, also als Autorin, oder? Du hast versucht, alles wieder aus der Versenkung herauszuholen, du hast recherchiert, du hast Wjaczeslaw Lipinski recherchiert, einen Polen, einen adligen Polen, der gerne, und das hat er dann auch getan, auf jeden Fall Ukrainer sein wollte. Wie kamst du überhaupt auf diese Idee oder was hat Literatur und Recherche mit deinem Schreiben zu tun? Also auch der Versuch, aus der Geschichte wieder etwas herauszuholen, was nicht in Vergessenheit geraten ist. Das hört sich immer so passiv an, was vergessen gemacht wurde. Ja, ich glaube, dass damals, als ich angefangen habe, an dem Roman zu arbeiten, wusste ich selbst noch nicht, also ich konnte selbst nicht so ganz definieren, wieso das Thema mich so extrem anzieht. Jetzt weiß ich, weil ich eben aus dieser Lehre komme, aus der Lehre, wo alles getötet worden ist oder ausgeschnitten, ausradiert, weggenommen und verschwunden mit Gewalt. Also und das war ein Bedürfnis einfach eines solchen Menschen, der auf diese Lehre draufsteht und kann und versucht irgendwie die Wurzeln oder die Erde unter den Füßen untersuchen, ganz genau, um zu wissen, wer dort alles gewesen war und wo ist unsere Tradition eigentlich her. Wjaczeslaw Lipinski ist ein großartiger Denker gewesen, weil er eben die Idee der politischen Nation zum ersten Mal, meiner Meinung nach, in ukrainischer Tradition wirklich zum ersten Mal ausgesprochen hat und begründet hat, dass es die einzige Möglichkeit für diese multikulturelle, multisprachige, multireligiöse Länder, ja, Timothy Snyder nennt, auch wenn man spricht über die Ukraine, in jener Zeiten spricht er immer ukrainische Länder und das ist auch interessant. Er hat einmal sogar von der ukrainischen Zivilisation gesprochen. Ja. Jetzt versuchen, also Timothy Snyder, der bekannte Historiker, jetzt vor kurzem war er auch in Kiew und es war eine Pressekonferenz, wo die wichtigsten ukrainischen Historiker und er versuchen jetzt, also sie arbeiten daran, um die Geschichte der Ukraine in eine globale Weltgeschichte einzuschreiben, da die Geschichte der Ukraine immer ausgeblendet worden ist oder verdreht oder Wjaczeslaw Lipinski war eben einer solcher, der diese Idee der politischen Nation begründet hat und das hat mir immer sehr, sehr angezogen. Das Buch ist aber nicht nur von ihm, sondern von der ganzen Wellen von Intellektuellen, die in jener Zeit gearbeitet haben an diese neue Ukraine, diese unabhängige Republik, ukrainische Republik und die alle dann am Ende fliehen mussten und und sind verschwunden. Mhm. Ja. Irgendwo vergessen, vollkommen hinter der Wand, hinter der Eisenwand geblieben für immer. Und sie wurden nicht zu unserer Tradition, sie wurden nicht diejenigen, die wir in der Schule gelernt haben. Und dass aus dieser Bitterkeit her kam auch dieses Bedürfnis, über diese ganze Geschichte zu schreiben. Ja, das ist so unfair auch gewesen. Ja. So, ich bin wirklich eine Experte auch in diesem Recherchieren, in diesem Suchen. Ja. Leider. Das Buch ist jetzt auch auf Englisch übersetzt in der USA und in der Atlantic hat die Literaturkritikerin geschrieben, dass das eine Exhumierung der Erinnerung ist. Und ich finde es total treffend, weil es ist nicht einmal ein Versuch, die Erinnerung zurückzubringen, das ist nicht mehr möglich. Das ist eine Arbeit eines jenen im weißen Kittel, der am Massengrab arbeitet ja. und versucht, die Knochen einfach wenigstens finden
und definieren, wer das war und unter welchen Umständen dieser Mensch verschwunden ist. Verschwunden. Ja. Also ich meine, diese Leerstelle gibt es ja nicht nur also in der westlichen Literaturgeschichtsschreibung, in der westlichen Slawistik, oder? Also wo es wird ganz selten über die ukrainische Literatur geschrieben, geforscht, jetzt zunehmend, endlich, muss man sagen. Aber wie war es für euch selber? Du hast jetzt gerade gesagt, also auch als ich in die Schule gegangen bin, war der mir natürlich nicht bekannt. Ich habe das recherchiert. Also wie ist praktisch eure Perspektive? Was hat sich in der Ukraine selbst in den letzten, also seit 1990 getan in der Aufarbeitung, ist immer so ein komisches Wort, weil ich das auch aus der DDR kenne und oft vermeide, aber eine Rückaneignung eigentlich, kann man vielleicht sagen, der ukrainischen Literatur, Kultur. Könnt ihr da Etappen ausmachen oder unterschiedliche Zeiten? Das würde mich sehr interessieren, auch als Literaturwissenschaftlerin interessieren. Du meinst jetzt, was seit 1990 passiert ist? Ja, genau. Die Etappen, ja. Also für mich ist es ganz deutlich, weil ich habe ja noch in der Schulzeit ein ganz anderes Schulsystem erlebt, wo das Unterrichten der ukrainischen Literatur vollkommen untergeordnet und auch gefälscht war, ja, und auf die Sachen reduziert, die irgendwie kompatibel waren mit der sowjetischen Ideologie und nicht nur die größten, sondern auch die wichtigsten Inhalte einfach ausgeblendet, entfernt wurden. Ja? Und wir hatten so ein Präparat bekommen, von dem wir uns die Vorstellung machen mussten, das sei unsere Literatur. Ja? Und das war sie überhaupt nicht. Ne? Daher diese kolossale Arbeit der Wiederentdeckung. Die ist immer gleichzeitig beides. Ja? Wie auch Freud schreibt, Rekonstruktion ist immer auch Konstruktion gleichzeitig, nicht? Und wo Rekonstruktion nicht greift, dann wird auch konstruiert. Aber das gilt nicht nur für die Literatur, es gilt für alles, was Kultur heißt, ja? was menschlich ist, ja? Dieses permanente Arbeiten an eigener Identität, an eigener Genealogie und nach der Frage, wer bin ich, ja, wo komme ich her und wer sind wir und was uns ausmacht und warum wollen wir anders sein und warum wollen wir uns nicht unterkriegen lassen und vereinnahmen lassen von einer angeblich strahlenderen, größeren und auf allemal berühmtere Literatur, ja, einer imperialen Literatur. Warum sind wir so, so aufsässig? Ja? Warum sind wir so stur? Warum beharren wir überhaupt in dieser Kultur und in dieser Kultur? Ja? Und das wird uns auch von manchen übel genommen, ja? Weil man weiß ja, das Beharren in dieser Identität ist einer der Gründe dieses Krieges. Ja? Und es wäre doch viel einfacher, wenn man sich davon loslassen würde und sagen würde, okay, wir sind Großrussen und gäbt Ruhe. Ja? Aber nein, sie sind so widerspenstig, ja, diese kleinen Kulturen und bringen so viel Unheil über dieses Beharren, auch über die ganze Welt. Und jetzt ist Folgendes, ja, jetzt kann man beides beobachten. Einerseits werden die Verlage und Druckereien und in Kharkiv. Kharkiv ist ein wichtiger Sitz in der Ukraine für das Verlagswesen. Es sind sehr viele Druckereien, die werden bombardiert und zerschlagen, aber gleichzeitig werden die Verlagssitze verlegen in entferntere Orte und es erscheinen so viele Bücher wie noch nie. Mhm. Ja, und die werden ja auch gelesen. Und das ist für mich, das spricht so viel. Ja. Also Menschen, die im Krieg sind, die wollen wissen, dass sie Kultur haben.
dass sie Kultur sind, dass man ihnen diese Kultur nicht wegnehmen kann. Menschen, die im Krieg sind, wollen sich noch einmal vergewissern, warum sie so sind, wie sie sind. Und das liegt auch in der Literatur. Und das bedeutet, dass es diese Neulesen auch der Klassik des Kanons und das Überdenken, ja, und da macht man wunderbare Entdeckungen, nicht? Und man sagt sich, ja, also wir haben eine großartige Kultur, nicht? Und der nächste Schritt oder eine andere Sache ist, dass man diese Kultur auch verteidigen will, ja? Indem man weiß, dass man etwas zu verlieren hat und oder erst dann, wenn man weiß, dass man etwas zu verlieren hat, ist man bereit, das zu verteidigen. Also was wir tun, ist auch verteidigen diese Kultur und diese Literatur vom erneuten Verschwinden, von erneuten nicht nur Verschwinden, sondern Zerstören. Ja, von der, und dann natürlich ist auch die Lust dabei, diese Kultur auch, und das macht Tanja und das macht Halina Petrosaniak auch täglich, auch diese Kultur zugänglich zu machen, den anderen gegenüber, ja, dass sie das auch sehen und miterleben können. Es ist alles da. Ich habe mehrmals solche Veranstaltungen im letzten Jahr gemacht, wo ich einfach Texte, also ein paar Texte ausgewählt habe, von Ivan Franko zum Beispiel, von Bidmo Helny, von Lesa Ukrainka habe ich extra übersetzen lassen, also mit Hilfe von Maria Weißenböck. Und es war unglaublich zu sehen, wie ein großer Saal zum Beispiel zuhört, eine kurze Erzählung von Ivan Franko, geschrieben 1898, und der ganze Saal lacht, weil es so treffend und lustig ist, diese Erzählung. Und das macht in mir etwas extrem, also etwas Unglaubliches, dass es eigentlich 100 Jahre, viel mehr, 100 Jahre später kommen endlich diese Stimmen doch an, mit einer Verspätung von 100 Jahren. Oh Gott, in der Mathematik bin ich echt schlecht. 130? Das ist egal. Ja. Ja, aber sie sind noch aktuell, das ist ja das Interessante. Mir oder? Ist es viel wichtiger, solche Dinge zu machen eben und mit dieser Verspätung irgendwie nachholen, wenn es möglich ist. Ja. Du hast auch angedeutet, dass du, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, also zum Beispiel dich engagierst, eine ukrainische Bibliothek deutschsprachig mit herauszugeben. Das gehört alles genau in diese... Noch vorbereiten wir. Vorbereiten, vor, ja. Genau. Sehr, sehr viele Menschen arbeiten daran. Aber dass das gelingt. Ja, ja, hoffentlich, dass diese Lücken ausgefüllt werden. Da wichtig ist für mich zu, ja, wir haben ein bisschen darüber schon gesprochen, die Ukraine war vollkommen unbekannt, also nicht vollkommen, aber gewisse Kreise im deutschsprachigen Raum wussten gar nichts von der Ukraine bis vor dem Angriff. Und dann kamen plötzlich all diese Nachrichten, Kriegsnachrichten über Bucha, über Verschollenen, über Gefolterten, über diese Bilder von zerstörten Häusern und die ganzen Städten. Und dann ist das, was man gar nicht wusste, plötzlich nur mehr mit dem Krieg, wird nur mehr mit dem Krieg assoziiert. Und das ist für mich auch so das ist auch unfair. Ja? Ich möchte zeigen und sprechen darüber, dass die Ukraine ist viel größer als dieser Krieg. Und dass die Ukraine ihre Kultur hat aus vielen, und nur durch die Bemühungen von bestimmten Menschen und bestimmten Propaganden ist diese Kultur nie aufgenommen worden in europäische Bereich, so wie Gebiet, wie es sein sollte eigentlich. Also das ist auch ein wichtiger Prozess im deutschsprachigen Raum, dass man sich bemüht, irgendwie in ihren Köpfen das zu dezentralisieren ähnlich, also Osteuropa, all diese Länder. Absolut. Sie haben alle ihre Geschichten, sie sind alle eigentlich sehr oft Opfer von Nachbarn,
Imperien ja, gewesen und jetzt ist noch ein Imperium hier übrig und diese Dekolonisierungsprozesse müssen auch hier stattfinden. Die müssen unbedingt hier stattfinden und man sieht das in so, auf so vielen Ebenen, auch da, wo man es überhaupt nicht vermutet, in Schulbüchern, ja. Was in journalistischen Artikeln, eine bestimmte Art von Selbstverständlichkeit, wenn man über die Sowjetunion spricht, da eigentlich immer nur von Russen zu sprechen. Man sieht das auf Klappentexten zum Beispiel, auch von Büchern. Also auch der von mir geschätzte Surkamp Verlag, wenn da ein Buch erscheint von Svetlana Alexejewitsch, Second Hand Time, die in der Ukraine geboren ist, in Minsk auch aufgewachsen ist. Auch in Ivano-Frankivsk übrigens. Auch noch dort, ja. Dann steht da auf dem Klappentext, die Sowjetunion ist vorbei, die Russen entdecken die Welt, wir entdecken die Russen, obwohl sie ganz explizit nicht nur über Russen schreibt, sondern ganz divers. Das heißt, dieser Fokus ist so vorhanden und das ist auch ganz wichtig, dass man überall darauf achtet, finde ich. Das ist interessant. Vor kurzem ein Schweizer Autor, Lukas Berfus, mit dem ich gesprochen habe in Frankfurt im Dezember letztes Jahres. Wir haben eben genau darüber gesprochen, warum man so wenig von der Ukraine eigentlich kennt im deutschsprachigen Raum. Und er hat dann plötzlich gesagt, ich entdecke für mich jetzt im Moment Mykola Lysenko, einen unglaublich großen ukrainischen Komponisten. Und ich frage mich, wieso ich von ihm nie gewusst habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja bitte, sprich weiter, Lukas, wieso? Das sind die Antworten, die ihr finden müsst, nicht ich. Also. Absolut. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, sich mit all diesen, deswegen ist das Wort Verschwinden auch so tricky. So heikel, weil Dinge verschwinden nicht einfach, sie werden ausgelöscht und ich denke, es ist auch wichtig, sich mit den Praktiken des Auslöschens zu beschäftigen, einfach zu wissen, dass ukrainische Literatur ab 1863, es war verboten, Schulbücher auf Ukrainisch zu drucken. Es war später dann, ab 1876 war überhaupt das Publizieren von ukrainischen Texten verboten. Taras Schewtschenko ist in Prag publiziert worden und in Genf. Und auch diese Praxis oder diese Geschichte des Verbots, der Auslöschung, was bedeutet die? Was bedeutet die, wenn eine Sprache als nicht literaturfähig eingeschätzt wird, mit dem Selbstverständnis von ukrainischen Dichterinnen und Dichtern? Wenn sie nur als Dialekt erscheint. Also selbst ich in meinem Slawistikstudium, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, habe das noch auch auf diese Art und Weise, vielleicht nicht so plakativ, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, aber unterschwellig dennoch vermittelt bekommen, dass Autorinnen und Autoren freiwillig ins Russische gewechselt haben, weil die ukrainische Literatursprache nicht so entwickelt sei. Man hat dann doch die russische und so weiter und so fort. Also all diese Klischees sind in den Köpfen, selbst in einem Slawistikstudium. Und das gilt es, finde ich, auch nochmal zu untersuchen. Das sehe ich eher so praktisch auch als meine Aufgabe als Slawistin, das nochmal nachzuvollziehen. Wie das überhaupt passiert ist. Es gibt eine ukrainische Professorin aus Czernowitz, Maria Iwanecka, die schreibt, und sie hat schon ein Werk geschrieben über die Geschichte der Übersetzungen ins Deutsche aus dem Ukrainischen, auch in den 70er, 80er Jahren. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie dieses Ausblenden der Ukraine, der ukrainischen Kultur und Literatur schon damals eine Tradition hatte. Dass man ganz bewusst nicht Moskau irritiert wollte im deutschsprachigen Raum und diese Texte von diesen Menschen, von den ukrainischen Dissidenten nicht in einen großen Verlagen verlegen wollte. Und eine Antwort ist zum Beispiel gewesen, wieso brauchen wir jetzt Vasilistus zu veröffentlichen, wir haben schon Solzhenitsyn gemacht. Das heißt also, dass dieser Bereich ist schon irgendwie bedeckt. Ja. Ja, aber du sagtest, es lief vielleicht nicht so plakativ, aber jetzt gerade läuft es mehr als plakativ. Es läuft sehr aggressiv und sehr vorsätzlich in der russischen Propaganda. Ja. Also ich möchte auch Maria Sacharowa zitieren, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die neulich gesagt hatte, ja, wenn der Westen bereit ist, sich für dieses
kolchosmäßige Kulturchen einzusetzen, dann soll es bitte das gerne tun. Ja? Damit wurde die ganze ukrainische Kulturgeschichte gemeint. Ja? Also das kolchosmäßige Kulturchen. Ja? Und das nach den ersten Erschießungen von den Aktivisten Soldaten in den besetzten Gebieten machen sich die russischen Soldaten und Geheimdienste eben an das Verbrennen von ukrainischen Schulbüchern, ja. von Büchern, die in ukrainischer Sprache da sind, und vom Zerstören von Bildern, vom Ausrauben von Museen. Ja? Und das ist eben diese Entmenschlichung. Nicht? Und was für uns wichtig ist, ist diese das zu behalten, um Menschen zu bleiben. Ja? Und vielleicht das Wichtigste noch, wir schreiben und wir filmen und wir malen und zeichnen in diesen Tagen nicht nur um mögliche Dokumente zu hinterlassen, um Zeugnisse zu hinterlassen, um Erfahrungen zu sammeln und vielleicht Dinge aufzubewahren, die sonst verschwinden werden, sondern es geht auch um das Aufrechterhalten von Kreativität als solche. Ja? Das ist ein Akt des Sich-Selbst-Gewissens, dass man noch fähig ist, kreativ zu sein, dass die Lust oder die Notwendigkeit am Schreiben und Malen und Komponieren nicht abgetötet wurde. Natürlich gibt es sehr, sehr viele und auch immer mehr Künstler, denen die Sprache oder die Fähigkeit durch die persönlichen Tragödien, die sie erlitten haben, die Sprache oder die Fähigkeit zu kreieren, verschlagen hat, die verstummt sind, die zusammengebrochen sind, innerlich, psychisch, die nicht mehr fähig sind zu schaffen. Aber solange es möglich ist, ist es auch ein Akt des Selbstgewissens. Du lebst noch, weil du noch schaffen kannst. Mhm. Ja, ich meine, das ist das, was autokratische Systeme, Diktaturen, und wir beobachten das gerade bei Putin, ja in der Tat zerstören wollen, jegliche Kreativität von Menschen, Geschichte, ukrainische Geschichte, indem sie alles einsaugen, gewissermaßen auch, also auf eine andere Art. Also ich will ihn überhaupt nicht mit dem Blauball in Verbindung bringen, das gibt mir schon einen Schauer über den Rücken, wenn ich das nur denke, aber er sagt natürlich auch, alles auf und ein, indem er uns und insbesondere die Ukraine natürlich, aber auch die russischen Intellektuellen mit diesem Krieg beschäftigt. Die Repressionen haben auf eine Art und Weise zugenommen. Ich sehe das in meiner Bekanntschaft und man sieht aber auch leider Kolleginnen und Kollegen, die dann plötzlich anfangen, die Propaganda zu wiederholen und ja, also aktiv für sich zu nutzen, auch als Karrieremaschine. Das heißt, diese Zerstörung dieses Regimes ist so gewaltig auf so unterschiedlichen Ebenen, dass es wirklich darum geht, die Literatur oder die Kultur, deswegen finde ich diesen Gedanken von dir so wichtig, davor zu bewahren, also da nicht heranzulassen. Ihr habt beide Texte dabei und ich würde ganz gern vorschlagen, dass wir euch auch nochmal hören. Jocke, du hast erzählt, du schreibst gerade sehr viel über das Verschwinden, über das Vergessen, sehr aktuell, aber du hast einen Text dabei, der ist schon 10 Jahre alt, was ganz interessant ist und der einen Faden wieder aufnimmt, mit dem wir schon besprochen haben, dass ja, die Frage des Vergessens oder des Verschwindens in deiner Heimat, also in Ostgalizien, die eine, wie soll ich sagen, eine besondere Geschichte hat. Möchtest du kurz vielleicht ein paar Passagen daraus lesen? Ja, wenn ich sagen würde, gerne, das wäre nicht ganz ehrlich, weil ich bin nicht sehr, sehr zufrieden mit diesem Text. Das war sehr persönlich und ist entstanden zwischen dem Beginn der
des zweiten Maidans und der Annexion von Krim, also ungefähr vor 10 Jahren. Mhm. Ja. Und es handelt davon, wie ich meine Lebenswelt von klein an erlebt habe. Und ich habe sowieso eine sehr schlechte Neigung zu Wortspielen, besonders zu billigen Wortspielen. Und deshalb, das zeigt sich auch hier, ich habe diesen Text Verlustlust genannt. Das ist das extra für Deutsch? Ginge das auch auf Ukrainisch? Nein, Verlustlust? Nein, auf Ukrainisch geht das nicht, aber nicht so schön, aber das geht praktisch sehr gut. Da muss ich auch oft an dieses deutsche Wort denken, Schwindsucht. Ja? Als ob man selber die Sucht hätte zu verschwinden. Ja? Ich lese nur ganz kurze Fragmente aus diesem Aufsatz von damals. Verlustlust. Ich weiß sehr genau, wo ich zu Hause bin, in dem Raum zwischen Prut und Dnister in Ostgalizien. Meine wirkliche Heimat, meine heimliche Heimat ist verloren gegangen, noch bevor ich geboren wurde. Ich bin dieser Heimat trotzdem sehr stark verbunden. Die verlorene Heimat ist zur eigenen, zur ureigensten, zur eigentlichen geworden. Ich bin in die Überreste, Fragmente und Ruinen hineingeboren. Ich wurde in einer Wohnung, die ganz anders war, als sie jetzt ist, geboren. Sie war wunderschön, sie war die Heimat. Dass sie ein Bruchstück war, wusste ich anfangs nicht. Und dann, allmählich, kam die große, fundamentale Entdeckung. Meine Wohnung ist ein Überbleibsel, meine Familie ein Relikt. Die Gegenstände sind Exponate aus den versunkenen Zeiten. Aus zahlreichen Bemerkungen und Geschichten ging hervor, dass wir unter lauter Scherben und Splittern in einer Welt der zerbrochenen Spiegel lebten. Darunter lag aber die Ganzheit und Unversehrtheit von einst verschüttet. Und sie hatte auch einen Namen, Galizien. In der Heimat, in die ich hineingeboren wurde, in der kaputten Heimat, wurde dieser Name nicht mehr benutzt. Ich habe später erfahren, dass dieser Name verboten und verdrängt wurde. Doch unser Atlantis blieb Galizien, Ostgalizien. Das war der Sitz der platonischen Idee, das Zentrum des im Laufe der Jahre abnehmenden Lichts. Und noch ein zweites kleines Fragment. Vielleicht ist das eine der wenigen Landschaften in Europa, die in solch einem Ausmaß von so einer Wucht der Zerstörungsgewalt getroffen wurde. Die Sprache, einst komplex, reich, vielfältig, von Diversität geprägt, Redewendungen, Redensarten und Sprichwörter, Lieder und Gedichte, Anekdoten, der Verlust an Kontinuität, der unwiederbringlich ist. Treu sei der Sprache, sein der Sprache, die dem Verlust ausgeliefert ist und auf lächerlichem verlorenen Posten steht. Heute bin ich ein Mann, der die Sprache der Greise spricht, als letzter. Was den Raumverlust oder die Auswanderung, Deportation und Vertreibung bis zur völligen Auslöschung betrifft, gab es Unterschiede. Denn wir sind hier geblieben und die meisten von uns haben auch überlebt. Zerstörte Häuser, kaputte Zustände, konfiszierte Güter, ausgebrannte, geplünderte Wohnungen, erschossene Männer, gefolterte Frauen, verrückt gewordene Töchter. Menschen sind gebrechlich, Sprachen fragil, Interieurs vergänglich, Architektur hinfällig, Landschaften unbeständig, Flüsse mit ihren Strömungen veränderlich, Gedächtnis unzuverlässig. Es bleiben Namen, aber selbst diese sind hier gefährdet, wie Zhukov, wie Stanislaw, wie Kamenka Strumilova. Es bleiben Worte, 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 die himmlische Heimat, die unvergängliche, die unzerstörbare. Verlust ist nicht lustig, Verlust schmerzt. Doch wenn sich Lust mit Verlust verbindet, kann daraus Verlustlust werden. Verlust als Initialakt des Lebens und als Ursprung des Heimatgefühls, der Kardinalverlust. Das
meine Erkenntnisse, meine erste Erkenntnis, anders sein, ausgeschlossen sein. Wir sind anders als alle anderen und das heißt unverstanden, unerkannt, unterschätzt. Brüchigkeit, Unsicherheit, die ewige Bedrohung, jeden Augenblick auch noch die Überreste zu verlieren. Die Existenz geprägt von Krankheit, Verletzlichkeit, einer exklusiven Schwäche, die zur starken inneren Abschottung wuchs. Eine Schutzmauer aus Hochmut, Einbildung, subtiler Arroganz, Überheblichkeit oder grenzloser Melancholie. Ein Schatten, der die Seele befällt. Ich möchte noch mal bei der Verlustlust, weil das einfach so ein tolles Wort ist und auch ein toller Gedanke. So ein lustiges Wort. Ja, aber auch ein trauriges Wort, weil, wenn ich es richtig verstehe, das ist ja was Paradoxales, oder? Also, dass der Verlust zu einer Lust führt und auch zu einem Moment der, ja, der Kreativität eigentlich auch, aber der eben genau aus, dieser, aus diesem Verlust kommt und beide sind miteinander verbunden. Aber trotzdem entsteht was. Das ist die Sache, ja. Die können sich liieren und wenn man Glück hat, kann diese Lesung produktiv werden. Das ist ja überhaupt, ich meine, eigentlich sind wir wieder am Anfang, oder? Wir sind, es ist dieser Krieg, der ist aufgezwungen worden. Man kann nicht mehr tun, was man vorher gemacht hat. Man schämt sich zum Teil, Texte vielleicht sogar zu schreiben oder zu wollen, die man schreiben wollte. Aber trotzdem produziert man. Vorzulesen sowieso. Vorzulesen sowieso. Also man kommt aus dieser Ambivalenz einfach nicht heraus. Aber trotzdem ist da eine große Kraft. Also auch in dem Text, wenn du den jetzt gerade gelesen hast, oder? Da ist eine ungeheure Kraft und das ist ja auch genau das, was wir, glaube ich, von außen beobachten und auch sehen, dass Putin eben nicht siegt, dass die ukrainische Literatur und Kultur und Geschichte so sichtbar ist wie noch nie. Ganz im Gegenteil, also dass er sich eigentlich ins eigene Fleisch geschnitten hat. Also er hat etwas, was er völlig unsichtbar machen wollte und freiwilligerweise total sichtbar gemacht. Genau das sei ihm gegönnt, dass wir jetzt über ukrainische Literatur sprechen, im Grunde wie noch nie. Wir hätten diesen Krieg auf keinen Fall gebraucht, das ist das Perverse. Aber er hat sich ins Fleisch geschnitten. Also man kann die ukrainische Literatur, Kultur in keinster Weise auslöschen. Aber es wäre Weise viel auslöschen. Schlimmer, wenn Krieg da wäre und keiner darüber sprechen würde. Das wäre auch eine Option, die möglich war. Und diese die wäre möglich hatte, gewesen. Die ja. wäre möglich gewesen, mhm. danke. Und ich hatte mhm. diese große Angst vor 2 Jahren, dass es unser Schicksal dann sein wird, wie schon viele erleben mussten in der Geschichte der, der Menschheit, das einfach überfallen wurde. Wer weiß, ich frage mich schon was von Tschetschenien zum Beispiel. Das ist auch ein großes Verbrechen gewesen und das ist auch ein Beispiel dafür, wenn man sagt, naja, besser aufgeben, aber leben. Und das, oder zum Beispiel besser, dass im Krieg niemand gewinnt. Doch. Es gewinnt immer jemand und jemand verschwindet für immer. Ja, und jetzt wissen wir von Tschetschenien nur von diesen perversen Kollaboranten, die Putin dienen und die Menschen umbringen rundherum. Ja, was wir von Tschetschenien heute wissen, dass alle Tschetschenien selber Verbrecher sind. Ja? Mehr wissen wir nicht. Genau, ja. Und das ist, also man kann schon verlieren und man kann schon verschwinden, wenn man nichts dagegen tut. Ja, aber eben genau das, das ist das, was ich von außen beobachte und ich muss auch sagen, bewundere. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier sitze und Moderatorin bin, sondern diese ungeheuerliche Kraft, die die ukrainische Literatur in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, in der Tat. Also wir stehen jetzt vor einer Scheide, nicht? Wenn die Ukraine überlebt, so kann sich das alles weiter entwickeln und wird bewahrt, nicht? Und das war zum ersten Mal in der Geschichte seit diesen 30 Jahren,
dass wir es im eigenen freien Land tun konnten, ja? Uns frei entfalten, so wie wir es uns das vorgestellt hatten. Aber wenn wir verlieren, dann werden wir eine völlig andere Formel des Ukrainischseins entdecken müssen. Ja, wie vor uns die Juden, wie die Armenier, wie die fünfmal so viele Armenier in der Diaspora leben als im Land. Ja. Also wir werden dann vor eine ganz andere Realität stehen mit ganz anderen Herausforderungen, und dann müssen wir uns das Ukrainischsein ganz neu ausformulieren. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was viele noch nicht verstanden haben, wenn es um Friedensverhandlungen und verschiedene andere Sachen geht, dass da auf der einen Seite kein Frieden gewollt wird, sondern dass es um die Auslöschung einer Kultur geht und perverserweise ja auch noch um die Auslöschung der russischsprachigen Kultur gerade in der Ukraine. Und das ist ja das Verrückte, also dass Putin genau das auslöscht, was er als das verkauft, was er bewahren will. Daran merkt man auch, dass es darum letztlich gar nicht geht, sondern darum geht, das Land zu besetzen und auszulöschen. Also ich denke, so radikal muss man es sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der russischen Regierung im Moment darum geht, auch eigene russische Kultur aufzubewahren. Oder überhaupt nicht. Etwas für die Kultur überhaupt zu machen. Das ist einziges Ziel ist, an der Macht zu bleiben und herrschen zu können. Kultur ist Gefahr. Ja. Genau. Kultur ist Gefahr, Intellektualität ist eine Gefahr. Und was man auf jeden Fall vermeiden muss, natürlich sind Leute, die sich trauen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Deswegen ist die Ukraine ja auch so gefährlich gewesen und letztlich auch die Aufstände oder die Proteste, die fehlgeschlagene Revolution in Belarus. Belarus ist auch so ein Beispiel, wo man das jetzt sehr schön sehen kann, wie Lukaschenko sich an Putin andient und im Grunde verhindert überhaupt, dass belarussisch gesprochen wird, dass es belarussische Literatur gibt, dass belarussisch inzwischen als Sprache gegen Putin, also oppositionelle Sprache gilt. Also da kann man das auch parallel sehen, was passiert. Tanja, du hast auch, wir haben jetzt verschiedentlich darüber gesprochen, schreiben oder nicht, literarisch oder nicht, dokumentarisch, recherchieren. Du hast einen ganz kleinen Text für uns dabei, oder? Ich habe eigentlich noch einen solchen. Wunderbar, dabei, ja. Mach. Aber ich mache es auch so, einfach nur Zitate, weil das Schreiben ist sowieso immer kontinuierlich gewesen und ich erzähle nicht, wofür und worüber diese Texte geschrieben wurden und wann, aber die sind trotzdem wie einen einzigen Fluss für mich. Silvester 23. Viktor ist gefallen. Die Nachricht kam, als ich im Supermarkt Produkte für die Silvesterparty eingekauft hatte. Noch gestern erzählte ich allen, es würde der schlimmste Silvester unseres Lebens sein. Und genau aus diesem Grund sollten wir ihn groß feiern. Groß und richtig, mit Prosecco, Leckereien und Musik. Denn es wird kein schlimmerer Silvester je kommen wie dieser. In Wirklichkeit hatte ich Viktors Frau und die Tochter ein bisschen unterhalten wollen. In letzter Zeit waren sie schweigsam. Viktor wurde nach Bachmut versetzt und meldete sich immer seltener. Trotz Beruhigungsmittel konnte seine Frau fast nicht mehr schlafen. Ich hatte sie wieder zum Lachen bringen wollen, wenn ich will. Gar nicht ziemlich witzig sein. Ich wäre ein guter Narr gewesen, wenn ich in Shakespeares König Lear geboren wäre. Alle deine Titel, Zitat, hast du weggeschenkt, mit diesem des Narren bist du geboren. Oder vielleicht ist der Frieden von Aristophanes mein wahres Zuhause. Darin kommt ein einfacher griechischer Winzer vor, der genug von der Kriegsplage hatte, die Hellas seit Jahren heimsuchte. Er beschließt, auf einem Mistkäfer in den Olymp zu fliegen und die gefangene Göttin des Friedens zu befreien. Zweifellos ist die Göttin des Friedens eben weiblich. Wenn es heute jemand wagen würde, zu ihrer Rettung in den Himmel zu fliegen, würde ich gerne die Rolle eines Mistkäfers übernehmen. Denn ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu spät für Widerstand, hat jemand auf eine Wand in Dresden gesprüht, nachdem das Haus wieder aufgebaut wurde, nachdem
es von jemandem zerstört worden war, nachdem jemand der Meinung gewesen war, für Widerstand sei es zu spät. Glück. Zunächst haben sie täglich über die im Krieg getöteten ukrainischen Kinder berichtet. Jetzt höre ich davon kaum mehr. Getötet, verschollen, geflüchtet, in Frontgebieten geblieben, nach Russland entführt. Die Statistiken entsetzen, man freut sich rückwärts, keine Kinder auf die Welt gebracht zu haben. Auch wenn sie sich momentan in Sicherheit befinden, nehmen die Kleinen diese blutige Zeit als Ausgangspunkt für ihr weiteres Leben. Es herrschte Krieg. In meiner Kindheit werden sie irgendwann mit möglichst wenigen Details erzählen. Ich habe da mehr Glück gehabt. In meiner Kindheit gab es viel Schnee. Steh auf, es ist alles weiß, rief meine Mutter eines Morgens aus der Küche. In der Regel war es Ende November. Ich sprang wie gestochen aus dem Bett und eilte zum Fenster. Endlich alles weiß. Der Schnee war wirklich da. Ich wartete auf ihn mindestens seit Mitte August. Der verhasste Innenhof, von gleichen Betonhäusern spätsowjetischer Baukunst auf allen Seiten umrahmt, immer schmutzig, düster und hoffnungslos, bekam im Winter eine Rechtfertigung. Man mochte ihn sogar. Verschneit bis zum Horizont wirkte die Welt so ruhig und heilig, dass man keine Kirchen mehr brauchte und keine Musik. Ich ziehe meine Ausrüstung aus künstlichem Pelz an und laufe nach draußen. An dem Tag werde ich wie eine Königin auf dem Schlitten zum Kindergarten transportiert. Schneller, mein treues Pferdchen, schneller, befehle ich meiner Mutter, die den Schlitten zieht. Und sie gehorcht tatsächlich einmal im Jahr. Genau heute hat sie auch Lust auf Spielen. Ich öffne den Mund und lasse die mit radioaktiven Metallen reichlich gesättigten, fluffigen Schneeflocken sanft hinein. Mein Frühstück. Nie war ich glücklicher als damals. Wo bleibt jener Schnee? Wo bleibt jene Freude? Danke. Ich denke mir, das ist auch das. Ja. Kindheitserinnerungen kommen plötzlich so sehr auf die Oberfläche. Ja. Aber der Text ist so ein bisschen wie mit der Verlustlust. Also auch, also gerade jetzt der letzte, das Glück, oder? Man denkt erst, ist, also zumindest, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich ihn nicht richtig. Ich habe erst gedacht, ja, sie ist in der Realität, also wir haben es jetzt mit den ukrainischen getöteten Kindern zu tun, dann haben wir diese fast schon nostalgische Erinnerung an den Schnee, aber der ist radioaktiv verseucht. Das war 88, glaube ich, also 86, zwei Jahre nach Tschernobyl. Ja. Und trotzdem der glücklichste Moment meines Lebens. Ja. Ja, weil auch vielleicht, also ich musste sofort zu viel darüber nachdenken, dieser Moment, weil Schnee ist ja auch, hat was Schönes, aber verdeckt auch etwas und du wusstest nicht, dass der radioaktiv verseucht ist. Das ist vielleicht erst eine Bemerkung von später. Vielleicht ist das Glück eben nicht wissen. Das Nichtwissen, genau, ja. Also es ist nicht die Erinnerung an die tolle Kindheit in der Sowjetunion, sondern an eine, die das Wissen um das, was damals passierte, gar nicht transportierte, niemandem erzählte. Ja. Und das blieb mir so ein bisschen, ich bin selbst in der DDR aufgewachsen und konnte diesen Moment deswegen ganz gut verstehen. Das ist eben das Unwissen der Kindheit, die wir alle haben, weil wir als Kinder vieles nicht wussten, aber auch weil uns ganz vieles nicht gesagt wurde, weil wir im Stadium der Kindheit behalten wurden eigentlich in dieser Zeit der Sowjetzeit. Ja, und heute, wenn man heute so schreibt, dann hütet man sich sehr davor, in den Eskapismus zu fliehen. Ja? Mhm. Man schaut, dass das, was der Schnee von gestern, das ist auch kein Mittel zur Flucht von heute wird. Ja? Weil das wäre ein Verbrechen,
Ja, also Eskapismus betreiben, das können wir uns wirklich nicht leisten. Deshalb der Widerstand, den man auf andere Weise an die Mauern Also schreiben. Pessimismus ist nicht, es ist ein Luxus, das können wir uns nicht gönnen und leisten, das stimmt. Ich habe aber, ich neige zu Pessimismus sehr und ich habe für mich einen neuen Termin gefunden, ich heiße kämpferische Pessimistin. Gibt es sowas? Ja, nein, aber man kann es erfinden, aber ich finde das eine wichtige Überlegung, oder? Das ist ein Aspekt des Verschwindens vielleicht, ihr habt ja jetzt schon sehr viel auch bei dem Festival darüber geschrieben. Genau, verschwinden ist auch, also selbst verschwinden können aus etwas, ist eben auch ein Luxus und ihr könnt euch das nicht leisten, weil es um etwas Größeres geht. Also wenn es um uns ginge, also um mich persönlich, das ist eine Frage, aber es geht ja um die ganze Gesellschaft, um die ganze Gemeinschaft. Ja, ja, und man muss sich sehr, sehr davor hüten, auch dem der Lust nachzugeben, sich aufzulösen, ja, weil manchmal denkt man, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr sein, ja, ich möchte mich auflösen und eben verschwinden, aber dem sollte man nicht unbedingt nachgehen. Ich gucke ins Publikum und ich sehe so viele interessierte Gesichter und ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie mögen, gerne vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen an die beiden, diese seltene Gelegenheit zu nutzen. Mal schauen. Ja. Habt ihr noch Kontakt zu russischen Schriftstellern? Interessiert euch das noch? Ja, ich möchte fragen, ob ihr noch Kontakt zu russischen Schriftstellern habt, zeitgenössischen, oder ob ihr euch da momentan zumindest eher total von abgrenzt? Ich erlaube mir als Erster zu antworten, beides. Es kommt sehr darauf an, erstens, was genau für russische Schriftsteller das sind, welche Persönlichkeiten das sind, nicht, und was sie für eine Vorgeschichte haben. Zum Beispiel hat Tanja heute Lev Rubinstein erwähnt. Er war ein guter Freund und ein sehr, sehr, sehr anständiger Mensch gewesen. Und dass er nicht mehr lebt, ist ein sehr, sehr schwerer Schlag, auch für mich. Und dennoch gilt parallel dazu nicht. Parallel dazu gilt es, oder zum Beispiel Michail Shishkin, der hier lebt und den ich sehr, sehr, sehr schätze, dessen Position ich sehr, sehr, sehr gut kenne und dessen Schreiben ich so liebe und dessen politische Einsichten für mich einwandfrei sind. Aber trotzdem wäre es mir wichtig, nicht öffentlich mit ihm Schulter an Schulter aufzutreten, nicht weil ich etwas gegen Michail Shishkin hätte, sondern um damit zu zeigen, wie betroffen ich bin, ja? Und wie wichtig es ist, mir ist, eben nicht, dass jedes Gespräch über die ukrainische Literatur gleich zu einem Vergleich wird, ja, oder zu einem Abgleich und schon gar nicht zu einem Ausgleich. Nicht? Deshalb würde ich Michail Shishkin umarmen und ihm die Hand drücken und sagen, wir gehen nachher ins Odeon und vorher gehen wir spazieren, aber öffentlich nicht eben, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich damit ein Zeichen setzen möchte und zu zeigen, wie ja, mit wie viel Schmerz das verbunden ist für uns, ja. Möchtest du noch was? Also ich bin jünger, ich bin etwas jünger und ich hatte eigentlich zuvor wenig Kontakten zu russischen Autoren und ich lebe seit 2011 in Wien und also so persönliche Kontakte hatte ich nicht und andere haben sich nicht ergeben, ja. Es geht mir genauso wie Jurko. Ich habe nichts gegen alle russischen Autoren, etwas oder schon gar nicht gegen Puschkin. Aber es ist im Moment sehr viel Trauer
Es ist sehr viel Trauer und es ist ein Krieg und dieser Krieg dauert. Und bis das nicht zu Ende ist, ist das tatsächlich schwierig, denn einen Sinn zu finden, um mit einem russischen Autor auf der Bühne etwas zu besprechen. Ich verstehe das sehr gut und es ist ja auch, also Ihre Frage ist auch interessant, weil man das immer annimmt, dass es viele Kontakte gibt zwischen ukrainischen oder belarussischen und russischen Autoren. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Warum auch? Weil es auch ja um gegenseitiges Interesse geht und das ist oft auch nicht vorhanden. Also auch vor dem Krieg. Ja. Sie haben, Pani Detena, Sie haben erwähnt, Vasil Stus ist Ihr Lieblingsdichter. Gibt es Übersetzungen in die deutsche Sprache der Poesie von Vasil Stus inzwischen? Gibt es? Vasil Stus wurde von einer ukrainischen Übersetzerin, die in Deutschland gelebt hatte, Anna Halle-Horbatsch übersetzt. Und diese Texte könnte man theoretisch noch finden, irgendwo sind Ende 70er, Anfang der 80er Jahren erschienen in kleinen Verlagen. Man könnte Brodina Verlag. Hm? Brodina Verlag heißt er. Hieß er. Doch, doch. Nein? In Hamburg. Es gibt, ich glaube, da gibt es zwei, egal. Also antiquarisch könnte man diese Texte noch finden und neue Ausgaben von ihm gibt es nicht. Ich habe versucht, einige Texte übersetzen. Seine Texte sind ziemlich schwierig. Da bräuchte man mehrere Menschen, die daran arbeiten, also die ukrainische Sprache können, die deutsche Sprache können und die deutschsprachige Tradition des Dichtens können. Also da muss schon ordentlich daran gearbeitet haben. Wir arbeiten daran. Es ist leider so, dass ich nur ein Leben habe und man könnte nicht noch, also es ist einfach aus zu viel Aufwand, aber ich hoffe sehr, dass das bald kommt, ja, dass auch was selbstlos übersetzt wird. Ja. Es ist bei ihm interessant, nicht nur seine Lyrik, sondern auch ganze seine Geschichte. Man muss seine Geschichte zusammen mit seinen Texten als ein bekannter Dissident, ja, der war, der auch viel geopfert hat und vieles geschrieben hat. Und neulich eigentlich habe ich einen Artikel von ihm gefunden, was mich ziemlich erstaunt hat, mit dem Titel Dekolonisierung der Sowjetunion ist der einzig mögliche Weg für den Weltfrieden. Dekolonisierung der Sowjetunion, das ist Ende 70er Jahren geschrieben worden. Ja. Also es ist äußerst interessante Persönlichkeiten und wir arbeiten daran. Ja. Ja, ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Sie reden von dem, dass es schwer ist zu schreiben jetzt, für so Prosa zu schreiben. Tanja, Sie haben das gesagt. Und ich habe den Eindruck, dass es, ich weiß nicht, wie es mit Prosa steht, in ukrainischer Prosa, aber es sehr viele Dichter gibt. Ist es so, dass die Dichter es einfacher haben oder irgendwie besseren Zugang haben jetzt zum Ausdruck vom Erlebten jetzt im Krieg? Das ist das eine. Und das andere, Tanja, auch, Sie haben gesagt, ich kann nicht vom Krieg schreiben, weil ich es nicht so direkt erlebe. Aber Sie erleben es so, wie so viele Leute das erleben. Wir da erleben das alle. Arbeiten daran und wir brauchen auch eine Stimme. Ein bisschen mehr. Bitte? Wir brauchen eine Stimme. Ja. Ich sage nur ganz kurz, aber Jurko hat vielleicht viel mehr zur ukrainischen Lyrikszene im Moment zu sagen, aber tatsächlich gibt es jetzt viele Namen, viele, viele sehr talentierte und starke Stimmen. Viele von denen sind an der Front, zum Beispiel Arthur Dron, ein neuer Name, ein junger Mann aus den Karpaten. Ich glaube, seine Großmutter hat ihn aufgewachsen. Erzogen und jetzt 22 ist er an der Front und er schreibt solche Gedichte, die einem wirklich unter die Haut gehen, nicht weil das so grausam ist, was er sieht, sondern wie menschlich er bleibt und wie viel Liebe und wie viel Einsicht und er für seine Kameraden hat. Es ist unmöglich. In einem Gedicht ist eine Szene.
die gehen in einem kleinen Ort etwas zu essen, 20 von jungen Soldaten, und jemand, eine Frau im Rücken sagt, vielleicht nicht zu ihnen, Söhnchen, und dann schreibt er, und alle 20 drehen sich um. Das ist was für ein starkes Bild. Und dann auch zum Beispiel Jarina Czernohos, eine Soldatin, die hat jetzt einen ganz anderen Zugang zu Literatur gefunden, eher so philosophisch. Sie hat Philosophie studiert an der Keva Mohel Akademie. Iya Kiva zum Beispiel, auch eine neue Stimme, die sehr stark ist. Eine Frau, die in Donetsk geboren wurde, also sie war russischsprachig und schrieb auch auf Russisch bis 2017, glaube ich. Und dann jüdischer Herkunft noch zusätzlich. Also so viele Identitäten in ihrem Schreiben auf einmal kommen, die auch, also Lyrik ist sehr stark, und das ist ja logisch, weil Lyrik ist Aufnahme eines Momentes. Und, ja. Ich würde vielleicht als ein Mensch, der im ganzen Leben es gerade zu 3 oder 4 brauchbaren Gedichten gebracht hatte, mutig die Stimme erheben für die Lyrik, und ich würde das sogar noch vertiefen, und ich glaube, Lyrik hat nicht nur einen Zugang zu Ausnahmezustand, sondern Lyrik ist selber eine einzige Ausnahmezustand, und aus Ausnahmezuständen heraus lässt sich auch Lyrik machen, ja, nicht gegen die Prosa, aber Prosa verlangt auch sehr viel Zeit. Und man muss sortiert sein und man muss eine Routine haben. Und das haben die Menschen an der Front in der Regel nicht. Aber zu Ihrer zweiten Frage ich bin vollkommen überzeugt, Krieg ist nicht nur das Kampfgeschehen am Schlachtfeld. Krieg ist überall. Und das sehe ich ja überall. Also Krieg ist in den kleinsten Verzweigungen von kleinsten Kapillaren gekommen. Und wie sich der Krieg zeigt in den Menschen, ist auch sehr, sehr vielfältig. Und das alles verdient Würdigung. Ich habe eine Frage bezüglich der Thema vom Leid und Trauma in der ukrainischen Literatur. Und zwar, die ist stark präsent bei uns aufgrund von unserer Geschichte, die vorher war, und aufgrund vom Krieg, das wir jetzt haben. Diese Texte sind nicht einfach zum Lesen. Und meine Frage bezieht sich darauf, ob wir irgendwann den Rückzug von Interesse an ukrainischer Literatur von europäischer Gemeinschaft zum Beobachten werden. Erwarten Sie so etwas, und wie kann man dagegen vorgehen? Danke. Eine sehr interessante Frage. Das denke ich auch sehr oft daran, dass manche Texte, die aus der Ukraine jetzt kommen, essayistischer Art oder Reportagen, die kann man mit einer gesunden Psyche nicht zu Ende lesen. Für diejenigen, die diesen Zugang, emotionalen Zugang nicht haben, zu den Ereignissen in der Ukraine, zu diesem Leid, das ist sehr schwer, aushaltbar. Ja. Und ich habe auch sehr früh verstanden, dass ich eben eine Aufgabe habe, schön und lustig über den Tod zu schreiben. Ich wollte sogar einen Text so nennen, wie man schön über den Tod schreiben kann. Vielleicht wird man das auch nicht aushalten, aber ja, es ist, wir verändern uns, ja, ich glaube, und wir werden schon eine Möglichkeit, einen Weg finden, wie man darüber spricht. Im Moment hört man uns doch irgendwie auch so, oder? Heute ist der ganze Saal von Menschen da. Ja. Vielleicht drei Stichworte dazu. In meinen Augen
kann man von einem Rückzug noch gar nicht sprechen, bevor ein Hinzug passiert ist. Ja. Ich vermisse einen wirklichen Hinzug zur ukrainischen Literatur hin. Das andere ist, ich glaube, jede gute Literatur ist irgendwie tragisch, ja, und trägt auch sehr viel Schwere in sich. Und das zu kategorisieren, ja, also es gibt auch genug Leid und Traumata in jeder Literatur. Also es dürfte wirklich nicht ein Momentum der Entfremdung werden. Und drittens, das Allerschlimmste, was uns passieren kann jetzt, ist, dem bin ich ja oft begegnet, ja, wenn die Aussagen von den ukrainischen Autorinnen heute quittiert werden mit dem Bemerkung, ja, schon, also die sind schon so traumatisiert, das können wir verstehen, ja, auch diese Radikalität, aber was will man ja, die Armen sind so, man sollte sie jetzt in Ruhe lassen und nicht so streng, und das ist für mich eben Verdrängung, ja, das ist der Versuch, die Wahrheit nicht zu hören unter der Vorwand, dass jemand traumatisiert und daher ein bisschen verrückt ist, ja. Tanja Jurko, vitaju. Ich stelle meine Frage auf Deutschsprache. Entschuldige mich für die Fehler, die ich mache. Das ist mega interessant. Heute war viel, so ist viel gesagt über Ivan Franko. Und das ist de facto bekannt, dass Ivan Franko war großartiger Schriftsteller und Literator und auch Journalist, aber er musste die Literatur ein bisschen, so nicht ein bisschen, aber die richtige Literatur auf die Seite bringen und wirklich auf diese Zeit sich sehr viel auf dem essayistische und publizistische Arbeit zu konzentrieren. Und andere prominente ukrainische Schriftstellerin, Oksana Zabuschko, das hat auch so die letzten 2 Jahre in dem längsten Buchtour verbringt und die ganze Welt über die ukrainische Literatur und Kultur erzählt. Jetzt, sie hat auch gesagt, das ist jetzt ist genug, sie muss auch auf dem Literatur konzentrieren. Ja? Und die andere Beziehung ist auf dem Buch von dem, ihrem Vater, Taras Prohasko. Das ist mein Bruder. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Oh, sorry. Ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Bruder, ja, genau. Er ist nur 2 Jahre älter. Entschuldigung. Слово просто вискочило, я перепрошую. Так, я мала на увазі саме брат, вибачте. Але він є мій літеральний батько, це стимить вже. Явол, so. Und mehr, meins auch. Ja. Ja. Also, hat eine großartige Buch geschrieben und einfach, oder ne prosti, und simple. Das lässt sich gar nicht übersetzen. Und einfach, ja, das ist. Zumindest sind die deutschen Übersetzer noch nicht drauf gekommen, wie man das richtig übersetzen soll. Neprosti. Ja. So, über die alternative Mythologie von Karpaten, so von eigentlich von Ivano-Frankivsk-Gebiet. Und in diesem Buch, es gibt auch so die Geschichte, so symbolisch, Geschichte immer wiederholt sich, immer wiederholt. Und jetzt, Jurko und Tanja sitzen hier und sie müssen auch, so, ihr müsst auch eine Literaturarbeit auf dem Site bringen zu lassen, ja, und wieder mal wie Ivan Franko für 150 Jahre bevor, auch sich um die ukrainische Kulturverteidigung zu konzentrieren. Wie finden Sie diese Verbindung? Wie fühlen Sie sich auf diesem Arbeit und jetzt in diesem Moment? Danke. Hm.
Ja, erstens, ich maße es mir nicht an, mich mit Ivan Franko zu vergleichen. Ja? Nein, nein, ich weiß, das war das. Ja, natürlich träumen wir irgendwie, dass es gelingen wird, auch historisch irgendwann mal in einer Zeit anzukommen, wo die Selbstrechtfertigung oder die Selbstbehauptung nicht mehr die alleroberste Aufgabe ist, sondern dass man ein bisschen mehr im Selbstverständlichen leben kann und auch in der selbstverständlichen Annahme durch die anderen als, wenn nicht ebenbürtige, dann doch zumindest interessante. Und und da ist es ganz klar, da muss sich etwas ändern, ja, auch fundamental, weil solange es dieses Verhältnis geben wird von der Existenz einer aggressiven, imperialen, revanchistischen Kultur, die da darauf abzielt, die andere vermeintlich minderwertige oder auch, was ein Widerspruch in sich ist, gleiche, ja, nicht unterschiedliche zu zerstören, solange wird sich das auch wiederholen. Ja? Und es ist ja auch vorprogrammiert. Ob es jemals gelingen wird, weiß ich nicht. Und ich würde mich eher mit dem Rilke identifizieren und sagen, wer spricht von Siegen, Überleben ist alles, Überstehen ist alles, sagte er. Ja. Oder man zitiert dann Albert Camus, der sagte in seinem Roman, dass es nicht möglich ist, den Pest zu bekämpfen, aber das Leben ohne Kampf wäre sinnlos. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Einstellung habe ich, und aber ich hoffe trotzdem, dass es schon zum letzten Mal, dass die Geschichte wiederholt sich zum letzten Mal. Man spricht sogar oft in der Ukraine jetzt im öffentlichen Bereich, dass es unser letzter Krieg, also unser letzter Kampf, unser letzter, dass jetzt müssen wir das wirklich bis zum Ende bringen und nicht mehr zulassen, neue Repressionen, neue Okkupationen, neue Genozide auf dem Territorium der Ukraine. Ja. Es wird auch entscheidend damit zusammenhängen, wie wir in dem sogenannten Europa aufgenommen werden, ob und wie und wann und unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen, das ist ja auch das Entscheidende. Nicht, also keiner verlangt sozusagen von den Österreichern per se ein erotisches Interesse für die slowenische Literatur. Ja? Aber Slowenien ist mit dabei, Slowenien ist drinnen, da gibt es sehr, sehr, sehr interessante, große, wunderbare Literaten und Philosophen und Denker, und die werden dann auch gesehen und die werden dann als eigene wahrgenommen, nicht? Als andere, eigene andere. Und deshalb, ja, das ist auch eine Sache des Empfangs, nicht? Ob man dann sagt, ihr gehört zu uns, oder ob man sagt, leider nicht, ja, leider noch nicht, weil ihr seid eine zu schwere Bürde in jeder Hinsicht, ja. Also ich finde es unheimlich beeindruckend, das so zu erleben. Wir sind ja hier in einer völlig protekt und günstigen Situationen. Was für mich das Verschwinden eigentlich bedeutet, ist, für mich ist eine ganze Literatur verschwunden und eine ganze Lebensphilosophie, dass es eben nie Krieg mehr geben soll, dass es eben immer zum Besseren geht, dass die Demokratie gewonnen hat. Und bis im Februar habe ich das gedacht, vor 2 Jahren. Ich auch. Und dann muss man jetzt praktisch neu völlig
die eigene Position hinterfragen. War das alles falsch, was man für 20, 30 Jahre gelernt hat? Kommt das jetzt alles wieder? Und dann ist es ja nicht nur die Ukraine, es sind ja viele andere Schauplätze. Und die Literatur, die einem so viel bedeutet hat, die man ja dafür auch gebraucht hat, für diese Verarbeitung, konnte das eben auch nicht antizipieren. Und welche Literatur würden Sie einem jetzt empfehlen? Was soll man jetzt lesen? Gibt es neue Handlungsanweisungen von der Literatur, um das auch zu verstehen? Und auch eben nicht nur, also Pessimismus ist jetzt angesagt, aber da trotzdem einen Optimismus zu finden. Ja, die Auswahl ist angesichts von immer zu wenigen Übersetzungen nicht so riesig groß. Daher würde ich sagen, alles, was Sie zur Hand bekommen können. Ja? Und dann können Sie schauen, was Ihnen näher liegt, wann Sie ansprechen. Also das ist wirklich keine Berge von Literaturen, die Ihnen bevorstehen. Das sind so kleine Hügelchen. Ja. Ja, aber danke überhaupt für Ihr Interesse. Ja. Ja. Und für diese Gedanke, dass man sich auch hier hinterfragen muss und überlegen muss, wie dazu gekommen ist und was man auch in Westeuropa falsch gedacht oder gemacht hat. Oder jetzt, also ohne diesen, ja, wir haben etwas falsch gemacht, sondern mit neuen bereit sein, diese Einstellungen zu überprüfen und sich neu zu orientieren. Ich frage mich wirklich ständig, wieso sich Europa so sehr auf die USA zum Beispiel verlassen hat im Sinne der Sicherheit. Wieso soll jetzt Europa, ganzes Europa, so viele starken Staaten sich vollkommen abhängig sein von den USA zum Beispiel. Es war für mich eine interessante Arbeit, alle Friedensreden zu lesen seit 1952, die von den Menschen, die diesen Friedenspreis in Deutschland, Friedenspreis der deutschen Buchhandlung genommen haben, also bekommen haben. Und ich glaube 77, oder wenn ich mich nicht irre, irgendwo dann, hat diesen Preis Mannes Sperber bekommen. Das ist eigentlich ein Nachbar gewesen von mir. Ich bin in der Nähe, also in Ivano-Frankivsk geboren, aber aufgewachsen oft in der Nähe von Kolomeia, und er ist aus Zabolotje, ursprünglich ein Jude, der dann auch ausgewandert ist. Er war überall in Deutschland, in Österreich, und dann ist er nach Frankreich ausgewandert. Ein großartiger Schreiber, Denker, Philosoph und Psychologe. Jetzt leider ein bisschen vergessen. Und er spricht in diesem Friedensrede 77 darüber, dass Europa, abgesehen davon, was Russland und Amerika tun, sich stärker machen muss. Und da verwendet er das Wort sogar Superpower. Zum ersten Mal, meiner Meinung nach, hat jemand im europäischen Raum dieses Wort benutzt, dass man sich eigentlich machen muss, genug abschreckend für die Feinden, dass sie auch, egal wie sehr wir uns als Pazifisten hier erklären, wir können nicht dem Feinden das Gleiche einreden. Der kommt einfach und tötet dich. Und dann bist du Pazifist, aber nicht da, also im Himmel. Also sich verteidigen. Man kann für sich selbst diese Einstellung bekommen. Also ich bin Pazifist, ich gehe nicht in den Krieg. Für mich, es ist in Ordnung so. Ich gehe in den Gefängnis, ich sterbe lieber und so weiter. Aber wenn man über ganze Gemeinschaft spricht, über ganze Kulturraum, das kann man sich, das ist jetzt dann egoistisch. Man kann sowas nicht machen. Man kann den anderen nicht zumuten, seien sie jetzt Pazifisten. Der Mensch will am Leben bleiben, der Mensch will seinen eigenen Kulturraum verteidigen, seine Geschichte, seine Würde. Also danke für das, was Sie ausgesprochen haben, Bereitschaft und Notwendigkeit, sich neu zu positionieren und überlegen, ob das alles, was früher war, richtig war. Ich möchte nur eine ganz kleine Sache ergänzen, weil die mir wirklich immer wichtig ist. Also auch einzusehen, dass der Westen, wir wissen das ja alle, weder die Schweiz noch Deutschland noch irgendjemand anders ein homogenes Gebilde ist. Ganz im Gegenteil, es gibt viel zu viele politische Kräfte, die davon profitieren im Moment und versuchen,
ja, russische Propaganda oder andere Propaganda für sich zu benutzen, um hier gewissermaßen einen Schritt politisch zu machen. Und das sehe ich eigentlich die eigentliche Gefahr. Wir können die Propaganda sehr schnell entlarven und auch verstehen, in 10 Minuten gibt es in der Regel eine Entkräftigung, dass das nicht so gewesen ist. Aber die Nutznießer, also diejenigen, die profitieren wollen, die machen mir eher Angst und um welchen Preis sie das tun, im linken wie im rechten Spektrum. Ja. Es ist dann immer eine sehr schmerzliche Erfahrung, wenn man damit konfrontiert wird, dass das, was wir für Werte, für westliche Werte gehalten haben und was für uns selber zum größten Wert heute geworden ist und was wir bereit sind zu verteidigen, auch in der Kunst, dass da denjenigen, von denen man das am ehesten erwarten würde, also vom Westen selber, mittlerweile vollkommen egal geworden ist oder nicht verteidigungswürdig. Und das bringt mich wieder zurück auf diesen Begriff von Schwindsucht. Ja? Also manchmal habe ich das Gefühl, also der Schwindsucht, in diesen Gemeinschaften, die sich für frei hielten, um sich greift. Ja? Und daher auch dieses Verständnis nicht mehr da ist für diejenigen, die für diese Freiheit noch kämpfen wollen. Ja? Also ich habe den Überblick jetzt nicht, aber ich entnehme dem Klatschen und auch dem Nicken von Isabel, dass es keine Fragen mehr gibt. Ich möchte persönlich die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Ich habe das sehr genossen, dieses Gespräch. Vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Und im Sinne des Verschwindens vielleicht noch ein Wunschverschwinden. Also möge, wenn wir irgendein Verschwinden äußern dürfen, möge die russische Armee aus der Ukraine verschwinden. Also wenn wir das... Vielen Dank, Jurko Prochasko, Tanja Malarczuk, Silvia Sass, für dieses sehr, sehr eindrückliche Gespräch. Ich relativiere, dass es keine Fragen mehr gibt. Ich sage gleich wie. Es war ein Gespräch, das sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen hat in uns, das uns sicher noch beschäftigen wird, das auch Raum braucht. Und wir möchten Ihnen gerne Raum bieten, auch unsere Gäste noch direkt anzusprechen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, ein kleines Mittagessen bei uns einzunehmen. Ich sage gleich, wie das logistisch vor sich geht und möchte aber, weil es auch der letzte Anlass des Festivals bei uns im Haus ist, einen kurzen Dank aussprechen. Wir haben 3 Tage lang diskutiert und zugehört und wir haben einmal sogar getanzt mit der Künstlerin Esther Epstein. Wir im Cabaret Voltaire haben sehr Gewichtiges besprochen, zwischendurch auch Leichtes. Ich nehme sehr, sehr viel mit. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne ganz viele Menschen. Die Gäste, die Autorinnen, Künstler, die auf der Bühne waren und ihre Bücher, Texte und Gefühle mit uns geteilt haben. Nochmal an alle ganz herzlichen Dank. Sind nicht mehr ganz alle da. Einige mussten schon abreisen, andere sind noch hier. An die Partner und Sponsoren. Speziell heute möchte ich erwähnen Debates on Europe, die das heutige Panel eigentlich mitgedacht und auf den Weg gebracht und bis heute mit begleitet haben. Ganz herzlichen Dank. Dann auch beim Team des Literaturhauses, bei der Leiterin des Hauses, Nicola Steiner, bei Sandra Kubler, bei Jasmin Riene und Valentin Schneider, bei Surya Rossi, Moria Ratmoko und Anna Czuhaugwitz für das Einrichten der Räume, das Catering und alles, was sonst passiert, was Sie nicht sehen hier im Raum, bei Mark Nahtmann für den Livestream und bei Sebastian Josop und Dylan Ottis, wobei der heute erkrankt ausfällt, also doch indirekt für die Technik. Bei Anna Korbut für die Fotos. Anna Korbut ist eine Fotografin aus der Ukraine, die seit 2 Jahren in Zürich lebt. Sie hat das Festival dokumentiert
und ist aber auch darin vertreten im Foyer, wenn Sie rausgehen rechts, ist eine kleine Ausstellung. Sie hat eine Fotoserie gemacht mit dem Titel Changing Landscapes und hat in Europa und Asien zwei Jahre lang schmelzende Gletscher fotografiert. Wir fanden, das passt eigentlich sehr gut zum Festival auch. Wenn Sie Anna sehen und sich die Fotos anschauen, sprechen Sie sie gerne an. Und der letzte Dank an Atlas Studio, die diese wunderbaren Plakate und Flyer für uns gestaltet haben. Und wenn ich jemanden vergessen haben sollte, tut es mir leid. Alle sollen sich mit gemeint fühlen. Und jetzt komme ich zum Mittagessen, das auf uns wartet. Wir, respektive Anna Tschuhaugwitz, hat Suppe gekocht und Kuchen gebacken. Und das kostet 10 Franken, wenn Sie hier essen möchten. Draußen ist die Kasse, draußen ist auch die Suppe. Wir werden, wenn Sie aufstehen, hier gleich die Stühle an die Wand stellen, damit Sie dann mit der Suppe wieder reinkommen. Es wird hier Getränke geben, es wird Kuchen geben. Sie können auch in den dritten Stock gehen, ins Debattierzimmer, wo es ein paar Bistrotische und Stühle gibt. Und es gibt den Büchertisch auch im Foyer, wo Sie auch die Bücher der Gäste kaufen können, die Sie gerne signieren werden. Und bevor ich Nicola noch das Wort übergebe, sage ich nur noch, dass es morgen noch weitergeht außer Haus. Der letzte Anlass außer Haus ist im Kino Xenix, ein Film, den unsere Writer-in-Residence Sayaka Murata sich ausgesucht hat, und auch da wird es ansatzweise um das Verschwinden gehen. Sekunden bitte für mich als Leiterin des Hauses. Du hast natürlich was vergessen, nämlich den Dank an dich, den du nicht aussprechen kannst, aber ich sehr herzlich aussprechen möchte. Das waren, für mich war das das erste Festival als Leiterin dieses Hauses internationaler Literatur, die Tage internationaler Literatur zum Verschwinden. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Es gab unglaublich konkrete Gespräche. Wir haben dieses Thema von allen Seiten, von vielen Seiten umrundet, nie fassen können. Ich überlege die ganze Zeit, was hat Verschwinden mit Leistung zu tun, was hat Verschwinden mit Freiheit zu tun, was ist das freiwillige Verschwinden und das unfreiwillige Verschwinden, über das wir heute gesprochen haben. Es hat sehr komische Seiten, aber es hat natürlich auch so ernsthafte Seiten, dass man wirklich kaum mehr atmen kann. Und ich finde das sehr schön, dass man so mit diesen Fragen nach Hause gehen kann und sie weiter verfolgen kann bei allem, was in Zukunft hier im Literaturhaus passiert. Denn dass sozusagen die Literatur eine Dringlichkeit hat, die immer wieder thematisiert werden muss, und welchen Stellenwert in der Gesellschaft und in der Politik und in unserer Zeit Literatur einnehmen kann, finde ich wirklich auch nochmal ganz betonenswert. Also vielen Dank, Isabel. Ich freue mich sehr, dass du dieses Festival so großartig kuratiert hast, und ich finde, das verdient wirklich einen großen Applaus. Applaus